Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Goodiebox aus dem Monat August hinein. Das ist diese hier und wenn du möchtest, dann hol dir was zu essen, wenn du Bock drauf hast vor allem. Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. 19,90 € zuzüglich einer Energiepauschale kostet diese Box und sie erscheint monatlich. Wir haben hier so 5 Beauty-Produkte drin enthalten, sowohl dekorative Kosmetik als auch Pflege, aber vor allem Pflege ist hier mit drin. Wir haben einen Warenwert von, ich glaube, mindestens 70 € immer pro Box und die Box kommt aus Dänemark und ja, deswegen haben wir hier auch öfters Marken drin, die wir so noch nicht kennen und wir haben immer dieses schöne Schubladendesign, was ich wirklich schön finde. Jetzt werfe ich mal einen Blick hinein. It's time for me time steht hier auch mit drauf. Also wir sollen halt einfach die me time genießen und einfach auch so ein bisschen, ja, so Zeit für sich selbst mal haben. Das ist auch mal ganz schön, ne? So sieht das aus, wenn ich dann den Flyer entfernt habe. Wir haben hier einfach ein Seitenpapier. Wir haben nicht so großes Verpackungsfüllmaterial oder so mit am Start. Okay, so schaut der Inhalt aus. Da ist ein bisschen was mit dabei, was ich auch tatsächlich schon kenne. Den hier habe ich aktuell in Anwendung. Das ist von Nire so ein Maskenpinsel. Ja, den finde ich gut. Ne? Den mag ich auch ganz gerne. Damit kann man schön seine Masken auftragen. Ist auf jeden Fall ein schöner Pinsel, aber ich brauche den jetzt nicht zweimal. Crememasken trage ich damit super gerne auf. Nire ist eine hochpreisige Marke und die machen auch ganz tolle Pinsel. Also durch die Goodieboxen habe ich schon wirklich schöne Pinsel von Nire kennenlernen dürfen. Die hatten auch so eine Sonderedition mal damit. Ne? Und genau, ja. Ist per se ein schönes Produkt, aber wenn man das halt schon mal drin hatte, brauchst du halt jetzt nicht irgendwie nochmal irgendwie haben. Das ist übrigens die klassische Monatsbox. Es gibt auch die Welcome-Box, wenn man die Box ganz neu abonniert. Die kostet dann nur die Hälfte von dem regulären Preis. Du hast auch viel hochwertigere oder hochpreisigere Produkte drin enthalten. Ich glaube sogar ein paar mehr Produkte. Und ein Goodie kriegst du auch noch mit dabei. Ich link dir mal in die Infocard hinein das Unboxing von einer Beispielbox einfach mal. Und wenn du dann über den Link in dem Video gehst, setze ich dir auch noch in die Infobox rein, dann siehst du den Inhalt der aktuellen Welcome-Box. Genau, weil es gibt unterschiedliche Designs immer mal wieder oder unterschiedliche Inhalte. Ne? Genau, so. Ja, genau. Dann habe ich hier ein Trockenshampoo, ist das. Ein Glamorous Volumizing Dry Shampoo von Rose Avenue. Auch das ist ein Produkt, was wir schon mal mit drin hatten. Also, ja, flasht mich persönlich jetzt nicht so, weil ich auch nicht so Trockenshampoo verwende, muss ich sagen, weil ich das einfach nicht so gerne im Haar mag. Ich mag nicht so gerne, wenn mein Haar texturiert ist oder so. Ich mag es einfach offen haben und dann fluffelt das so vor sich hin. Das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn ich meine, ich müsste Haare waschen, dann wasche ich mir halt die Haare. Und ja, aber Trockenshampoo brauche ich nicht. Und ich meine, dass die Rezensionen dazu jetzt auch nicht so super positiv waren. Okay, Manakada Beauty, die haben ein Puder im Sortiment, beziehungsweise auch damals in einer meiner ersten Abo-Boxen drin gehabt, was ich großartig finde, was ich richtig gut finde. Mittlerweile ist mir das sogar ein kleines bisschen zu trocken, weil ich ja auch ein paar Jährchen älter geworden bin. Step 1, Lash Extending Primer ist das. Okay, das meine ich auch schon mal irgendwo gesehen zu haben, aber ich weiß nicht, ob das in der Goodiebox mit drin war, bin ich ehrlich. Ich weiß auch nicht, inwiefern in Dänemark die Marke jetzt so publik ist oder so. Also, ja, ein Lash Primer. Finde ich per se auch schön. Wir haben hier dekorative Kosmetik drin und das ganz schön viel. Ich hatte erst gedacht, als ich gerade hineingeschaut habe, ist das vielleicht meine Goodiebox Crush oder so, weil ich habe die auch im Abo, dass ich die auch zugeschickt bekomme. Das ist die Make-up-Variante davon, die quartalsweise erscheint. Aber eigentlich nicht. Ja. Genau, den kann man sich halt drauf machen, aber ich lasse ihn zu, weil ich verwende keinen Lash Primer. Ich verwende einfach eine zusätzliche Schicht Mascara und das ist bei mir halt vollkommen ausreichend. Ja, okay, also die ersten drei Produkte hauen mich jetzt nicht so vom Hocker. Dann habe ich von Sandstone hier drin einen Intense Care Lipstick in der Special Edition Soft Touch. Okay, schaut so aus. Dann gucken wir uns mal die Farbe an. Auch das ist, glaube ich, etwas, was ich schon mal irgendwie gesehen habe. Da ist die Wärme bei gewesen, du. Mann. Das ist kein, also, nee. Wunderschöne Farbe, definitiv. Aber irgendwas ist da nicht richtig gelaufen. Wir haben jetzt aber noch ein Lippenprodukt hier mit dabei von Tease. Satisfy Your Urge for Playful Provocation Crave Lip Gloss. Das ist dieser hier, Beautiful
Bad Habit Lipgloss. Ich mag gerne Lipgloss. Ist ein bisschen weird, ne, dass man hier zwei verschiedene Lippenprodukte drin hat, in einer gleichen Box, ne? Oh, der ist aber schön. Den mag ich. Man spürt die Glitzerpigmente. Geht auf jeden Fall klar. Doch, ich mag auch die Farbe sehr gerne leiden, ne? Ja, okay, das wäre jetzt einmal die Box gewesen. Sicherlich haben wir hier einen hohen Warenwert. Also das sind halt hochpreisige Produkte, definitiv. Aber zwei Lippenprodukte hier drin. Dann irgendwie gefühlt alles Produkte, die wir auch schon mal gesehen haben. Ich weiß nicht. Nee, die Box hat mir jetzt wirklich nicht so gut gefallen. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass ich die jetzt irgendwie groß feiere. Da hatten die auch schon andere Boxen, die einfach mehr geknallt haben. Bei der war es jetzt leider nicht der Fall, ne? Okay, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.